Herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge F1 2017 mit dem Mike in der Korbkarriere. Hey Leute. Jawohl, und ihr seht schon. Wir sind hier in Österreich und die Perspektive hier so ein bisschen anders. Licht ist anders. Teilweise schon hier im umgebauten Studio. Wow. Ihr seht hier die Leiter, alles und so noch eigentlich total viel Baustelle. Aber in diesem Format Lampe. In den ETS 2. Wow. Diese Lampe, unglaublich. Aber ihr dürft es hier auf dem Zeitkanal dürft ihr schon sehen. So, aber jetzt erstmal geht's zur Session Info. Regnet's irgendwann? Hallo? Wetter? Hi. Ach, du willst mich doch ficken. Regnet's? Die ersten 20 Minuten regnet's im Rennen und dann nicht mehr weiter. Nice, dann die ersten 5 Minuten sind wir schon draußen. Leute, wenn nur eine Folge, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also Regen ist nicht so unsere Stärke. Na, also das Ganze natürlich auch aus beiden Perspektiven. Ja. Könnt ihr bei Mike auch vorbeischauen, ja? Ja, ich nehme auch auf, hallo. ich brauche auch unbedingt, also Leute, unbedingt, ich brauche eine Facecam. Ich brauche sie einfach. Ja. Dann würdet ihr mich jetzt auch sehen, wie ich hier an meinem Lenkrad sitze und rumzitter, weil ich Angst habe, weil es regnet. Das ist nice. Boah. Vor allem bei sowas, halt so, wo man, ich meine, man sieht ja auch in meiner Facecam, wie ich das Lenkrad bewege und so weiter, ja. Und das ist cool. Einfach cool, und bei ETS 2 ist es halt auch genauso, und da bringt so eine Facecam so richtig viel. Habe ich schon gesagt, dass ich jetzt mit links bremse? Nee, tatsächlich nicht. Ich, du wolltest es voll cool. Ja, voll, oh ja, Leute. Ich, gib jetzt mit dem rechten Fuß Gas und mit dem linken Fuß bremse ich. In echt, im Auto macht man das ja nicht so, aber ich habe mir sagen lassen, bei einem F1, Alter, ist der doof. In einem F1 Auto bremst man mit dem linken Fuß. Wusste ich tatsächlich nicht, aber anscheinend ist das tatsächlich so. Und ich muss, oh Scheiße, muss sagen, das klappt auch so ein bisschen. Aber ich mach das nicht, Leute. Also ich ganz normal mit rechts Gas geben und bremsen. Nee. Sehe ich gar nicht ein. Bist du schon rausgefahren? Jo, ich mach gerade die erste gezeichnete Runde. Echt? Ja, ich bin gerade über die Startziellinie gefahren, ja. Oha. Ja, bei mir geht das flott, weil jetzt ist auch keiner vor mir und das hat gerade ultra geleckt, danke dafür. Ja, bei mir ist halt gerade wer vor mir und hinter mir, das ist alles, ich bin voll im Pulk. Im Pulk? Ja, im Pulk. Oh Gott, war das schlecht. Jo, okay, das muss die ich Runde geben. Wird auf jeden Fall nichts. Oh Mann. Sagt Mike immer und dann ist er erster Platz. Warst du schon irgendwann nicht erster Platz? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe in der letzten Folge, habe ich das ja mal gesagt. Ich glaube, ich war immer erster, habe ich da mal gesagt. Und ich habe mir das tatsächlich mal angeguckt und ich war tatsächlich immer erster. Alter. Also im Qualifying immer, also im Rennen immer als erster gestartet. Oder nein, weil, ja, ich glaube doch. Ja, nein, vielleicht. Ja, ich war mir jetzt nicht mehr, aber ich glaube schon, dass das eine war auch erst. Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hört man meinen Lüfter? Man hört da was, ja. Leise? Was, geht so? Ist nämlich gerade ein bisschen kritisch. Der meint wieder laut werden zu müssen. Super, das war die schnellste. Gerade. Schnellste. Oh, wow. Aber ich war echt gar nicht so gut. Also 1:10.7 ist gar nicht so krass. Ne, wir hatten im Zeitfahren waren wir ja besser. 1:09 irgendwas, ja. Sowas um den Dreh. Und ich habe jetzt gerade hier ein Auto vor mir. Oh, lila einen Sektor habe ich gerade gemacht. Ja, ich ein Auto vor Scheiße. Mir. Und ich muss ihn überholen und das kostet Zeit. Tja, deswegen fährt man sowas wie ich. Ich habe seit 2 Runden keinen vor mir. Slice, Leute. Ja, wie gesagt, die letzte Folge war ja klasse im Regen. Haha. Oh. War direkt eine nächste Runde, auch wenn na, wieder einer vor mir ist. Ey, Sommer, wo sind wir denn hier? Richtig nice. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also ich Leute, wenn ich bzw. Jan, wenn wir uns heute versprechen sollten, verzeiht uns einfach. Ich habe einen Frontflügel. Denn das ist nicht geil. Ja, es ist einfach warm, wir sind einfach komplett kaputt. Im Kopf. Oh, du bist nur ein paar Millisekunden. Wie viel schneller. Hast du? Ich habe 1:09.425 und du boah, hast. Boah, was? 4:03, ja.
Alter. Was? Ja, ja, easy, ne? Jo, Leute, das heißt, man sieht sie. Also erstens, wir haben seit langem kein F1 mehr gespielt. Also zwischen der letzten Folge und dieser Folge ist echt lange Zeit vergangen für uns. Ja. Also erstens bin ich vielleicht nicht mehr auf Topform, wie ich das ja eigentlich mal war. aber ja, Jan ist anscheinend auch echt gut geworden. Oh! Das wäre es ja jetzt gerade gewesen, ey. Was? Mir ist... Ich wollte gerade gucken, ob mein Boxenfunk wieder funktioniert. Hat natürlich nicht funktioniert. Und dann bin ich halt relativ langsam in Richtung Boxenausfahrt gefahren. Ist mir irgendein Mercedes, ich weiß nicht, ob Bottas oder Hamilton, hinten drauf gefahren, an mir vorbei, quer geschlittert und in die Box rein. Ja, läuft. Ich habe gehofft einfach, dass ich keine Strafe bekomme, und scheinbar habe ich keine Strafe bekommen dafür. Das wäre ja auch schon wieder absolut lächerlich, ne? Im Qualifying so, ja, disqualifiziert hier, Strafe da. Ja, das wollte ich jetzt aber auf jeden Fall sagen. Also Jan ist, sieht man, auch echt gut. Fährt hier ähnliche Zeiten wie ich. Oder fast die gleichen halt einfach. Ja, fast identisch, ja. Ja, also das wird auf jeden Fall ein crazy Rennen. Wie ich hoffe immer noch darauf, dass wir beide auf dem Treppchen mal landen. Ob jetzt Platz 1 und 3 oder 2 und 3 oder 1 und 2, das ist echt egal. Auch 2 und 3 wäre schon echt cool. Oha, im Sektor 1 und Sektor 3 bin ich besser als du, aber im Sektor 2 bin ich richtig schlecht. Das ist crazy. Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, es könnte was werden. Wäre der Regen nicht da. Also Regen ist das Hässlichste, was es gibt in diesem Spiel. Man hat es letztes Mal gesehen, also ich weiß, dass ich in Regen nicht fahren, also bei Regen nicht fahren kann. Das hat man letzte Folge nochmal gesehen, da habe ich es nochmal bewiesen. Bei Jan hat es auch nicht ganz funktioniert. Ja, also es war kritisch. Ich hoffe, dass wir dieses Mal ein bisschen mehr Glück haben. Also es, wenn wir wegrutschen, ist halt hier der Vorteil, dass keine Banden da sind. Aber wegrutschen, die Gefahr ist trotzdem ultra hoch. Also es ist fast unmöglich, dass wir hier auf der Strecke bleiben. Nun gut. Dann würde ich sagen, cutten wir das raus. Ja, das cutten wir raus. So. Oh, beide Mercedes nerven natürlich mal wieder. Ja, das ist so ein Nervig. Als ob Max Verstappen ist wirklich auf Platz 18. Was hat der denn gemacht? Keine Ahnung. Naja, egal, Leute. So also sieht es aus. Jetzt sind zumindest die Mercedes nicht hinter mir, sondern hinter dir. Ja. Dann können sie dich nerven. Aber das ist doch schon mal... Also, das ist gut, ja. Ich meine, das sieht doch schon mal ganz schön aus. Natürlich nerv ich das Force India. Das sind ja so meine... Leider gerade meine Konkurrenten da in der Tabelle. An denen bin ich natürlich vorbei und... Boah, wenn wir gewinnen beide, also beide auf dem Treppchen, dann könnten wir Red Bull überholen. Ja, das wäre gut. Das wäre krass. Ja, wie gesagt, also es sieht zwar gut aus und manche werden jetzt auch wieder denken, oh, die sollen mal den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Ja, aber Regen und so jetzt. Ja, eben. Das werdet ihr bestimmt so, gleich sehen, was hier abgeht. Und dann ist es wirklich unmöglich. Ich sag nur Aserbaidschan. Okay. Ich hab lila. Oh, das ist tatsächlich. Es ist so, wie ich gesagt habe. Das ist aber hässlich. Das ist richtig hässlich. Lila, ich hab gelb. Lila-gelb als Strategie. Oh Gott, wo aber will denn sowas fahren? Alter, okay. Das sackt gerade richtig hart. Das sackt ultra. Alter, Benzinlast für... ich mach bei Regen, verbraucht man, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja. Deswegen mache ich mein Auto ein bisschen schwerer. Wie viel hast du? Ich habe jetzt auf 38 Runden. Ja, ich auch. Aber machst du okay, lila-gelb, lila. Echt? Oh, habe ich echt keinen Bock. Also aber eigentlich... Würde ja lieber lila-lila-rot. Eigentlich schon nicht. Ja, ich mache lila-lila-rot. Ich bleib jetzt mal bei lila-gelb, weil ich sehen will, wie sich's entwickelt. Ich kann ja immer noch umswitchen. Es ist noch nicht mehr eine Sekunde angeblich langsamer und ich kann damit viel, viel besser fahren. Also mache ich das so. Ja, ich kann wahrscheinlich auch, aber man kann auch mittendrin ja noch switchen. Also von daher. Ey, das ist doch hässlich, mit lila im Regen zu starten. Ist, muss ich sagen... Abfuck. Wirklich... Ich fahr nicht los. Ach, ich hab das Falsche gedrückt. Ich hab gerade Bremse statt. Oh Mann. Tja, wenn man mit den anderen, ne? Ja, weiß Bescheid. Ja. Wenn man sich hier umkoordinieren würde. Ja. Oh, komm, ey. Aber gut, dass es jetzt gerade passiert ist und dass wir diese Einführung drin haben, weil ansonsten wäre ich jetzt gerade beim Start nicht gestartet. Einführungsrunde ist so oder so immer ganz cool.
Ja, ich will jetzt natürlich wieder auf meinen Platz kommen. Kann man jetzt zum Beispiel auch sehen. Also wären wir jetzt ohne Einführungsrunde einfach gestartet hier mit Lila auf Regen, dann weiß man immer nicht, wie es abgeht. Aber es ist so oder so einfach hässlich. Mit Lila auf Regen, das wird so kacke. Das wird richtig doof. Boah, ich hab so Angst. Ich will vorsichtig fahren. Also angeblich hört der Regen relativ schnell auf. Wetterbericht. Sag mal, ist der behindert? Er hat verstanden, gegen wen fahre ich. Was ist das denn? Wetterbericht! Ah, geht nur im Rennen. Okay, dankeschön. Hat er dir das gerade so gesagt? Nee, kann man noch nicht geben, hat er gesagt. Ah. Informationen kann ich noch nicht geben. Lappen. Also jetzt schon Startaufstellung, was? Was? Ich bin Lappen? Sag mal. Ja. Oh Mann, ey, Leute, ich hab so. Boah, ich bin so aufgeregt. Ich, ja, ich guck grad nach hinten, Schiss. Da sehe ich dich halt. Boy. Oh Gott, das ist echt. Nein! Vor allem der Start auch. Ich werde ihn so verkacken. Vor allem die Bots sind ultra weit hinter uns. TF, was machen die? Sind halt langsamer gefahren als wir. Okay. Boah, okay, wir fahren wahrscheinlich also auch jetzt schnell und fahren einfach hier. Wir bauen so einen Scheiß jetzt. Weil ich nicht auf dich drauf fahren will, bleibe ich ein bisschen weiter innen bei der Kurve. Aber ich will auf jeden Fall meinen Platz behaupten gegen Hamilton, also. Ja, wir werden sehen, wie ich jetzt starte. Also, kann sein, dass ich ultra schlecht starte. Ja, weil ich hab irgendwie. Also so ich hab grad so Panik, meine Hände schwitzen. Ich hab auch mich. Junge. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hab ultra lang kein F1 mehr gespielt und jetzt so eine Scheiße. Das gibt's doch nicht. Österreich eigentlich eine coole Strecke und wir weißt fahren du, mit Lila im Regen. Es hat noch nie geregnet und jetzt auf einmal regnet's. Ja, zweimal Zeit. Einfach. Ja. Ich wollte gerade schon loslassen. Okay, ich bin rutsch auch, aber jetzt habe ich ungefähr Traktion. Es geht. Oh, Hamilton ist gut. Shit, ist das... Shit! Oh, scheiße! Okay. Was? Ich bin nur noch Fünfter. Oh, fuck. Bist du gerutscht oder von hinten irgendwie? Ich bin gerutscht. Deswegen bin ich ultra langsam gefahren. Ich fahre ultra langsam, die sollen mich alle im Arsch lecken hinter mir. So doof das ich bin das wieder Dritter. Ich wurde gedreht. Ich habe keinen Frontflügel mehr. Ach, deine Mutter ist dick und schwitzt, Alter. Was ist das? Was war das denn jetzt? Ach, Mann. Er muss wohl doch mit Lila-Gelb fahren. Nee, das schaffe ich nicht. Lila-Gelb schaffe ich nicht. Aber wobei, ich muss... Doch, ja. Ja, wechselst halt jetzt dann... Also jetzt nochmal auf Lila, würde ich sagen, und dann halt auf Gelb wieder. Ja, genau. Hätte ich jetzt gesagt. Ich fahre echt langsam, weil ich keine Lust habe, was zu riskieren. Hab man in Aserbaidschan gesehen. Und hat man auch gerade jetzt bei Jan gesehen. Österreich, wie gesagt, eine coole Strecke. Das ist einfach nur hässlich, dass wir mit Lila auf Regen fahren. Aber machst du nix. Das war, also, das erste, da bin ich halt voll zu stark aufs Gas gegeben bei der ersten Kurve und da bin ich halt voll gerutscht und dann habe ich halt viel Platz verloren. Aber ich sag dir eins, wenn du riskanter jetzt fährst, dann holst du uns ultra schnell auf. Also wir sind ultra langsam und Hamilton hat mich überholt, danke dafür. Im Ernst, hat dich überholt? Ja, ich überhole ihn gerade zurück. Jetzt bin ich wieder Erster. Ich bin in die Kurve halt, ich fahre in die Kurven ultra langsam, weil ich Angst habe, auch wegzurutschen. Und da hat er mich in der Kurve überholt, oder kurz vor der Kurve halt. Ja, ich wurde halt, ich habe eigentlich relativ regelkonform überholt, aber der Bot hat mich einfach gedreht. Ich glaube, Bottas war's. Also wir fahren, oh, auch nur ein Mercedes. Naja. Oh, bei dir ist auch einer, lol. Ja. Der war auch an der Box, aber ich habe ihn überholt. Wie gesagt, wir sind relativ langsam unterwegs. Also wenn du Gas geben kannst, aber nichts riskieren wegen Wegrutschen und so, dann holst du uns ultra schnell auf. Das höre ich gerne. Also ich fahre ja, wie gesagt, Bestrunden vielleicht 1,22 oder 24 oder sowas in die Richtung. 24 müsste es jetzt sein, glaube ich. 23, okay. Bin ja auch nur... Oh Gott, das war schneller als ich, lol.
Dieser Arschkeks, ey. Ja, ich bin aber Erster. Wie hat er das gemacht? Ich verstehe nicht. Und hat sich wieder, jetzt hat er dich wieder überholt, ne? Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht, du bremst ihn auch. Aber ich dachte es. Ich sehe es nur so ein bisschen auf der Map. Du hast die Map ja auch ganz offen. Ich weiß nicht, wie du das überhaupt gemacht hast. Ich habe die Map immer das nur kann man so irgendwo bei den Einstellungen einstellen. Dann nur so ein Teil immer offen. Aber ich habe das gerade gesehen, dass du da ein bisschen raus bist. Und er dich dann fast überholt hat. Ja, da. Ich habe ja leider rote Reifen gerade. Also Leute, verzeiht's mir. Dass ich jetzt wirklich so pussyhaft fahre, kann man DRS sagen. Alter, sogar DRS aktiviert? Echt jetzt? Gar nicht gelesen oder überlesen einfach. Ja, hat's gerade bei mir angezeigt, aber das bei diesen Bedingungen. Ich finde, die Bedingung ist es einfach gerade mega abfuck. Ja, ist es auch. Guck mal, wie ich fahre. Also, wenn ihr das in meiner Folge seht, also, ich bin natürlich Erster und hab hier keinen vor mir. Das ist der einzigste Vorteil, sonst wäre ich jetzt schon raus. Hundertprozentig. Weil, so wie ich fahre, das ist nicht schön, das ist überhaupt nicht schön. Nur damit ich mich irgendwie auf der Strecke halte und ja, Abstand gewinnen wird schwierig, wobei die anderen ja auch relativ langsam fahren. Also ja, keine Ahnung, das ist ultra nervig. Ich frage mich, wie das mit Gelb werden soll. Wenn bis dahin der Gegend nicht halbwegs aufgehört hat, bin ich sowas von doch, tot. Wetterbericht. Oh, lila Sektor. Jetzt habe ich ihn nicht gehört. Ich habe ihn leise gestellt. Ach Mann. Ja, warte, mach ich nochmal. Aber kein Problem, ist ja egal. Wetterbericht. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Ah, er kann mir immer noch nichts dazu sagen. Danke dafür. Mm. Also nicht schlimm, dass du reingeredet hast. Diese Kurve ist auch so tödlich hier. Obwohl sie ganz normal eigentlich ist, aber wenn du hier aufs Gas. Nee, das ist so schlimm. Mir hat er gerade gesagt, ich habe zwar nicht alles voll verstanden, aber irgendwas hat er gerade gesagt, dass die Strecke bald wieder trocken ist. Ja, er sagt mir doch. Ja, er sagt einfach, es sieht aus, als hätten wir in Kürze eine bessere, trockene Strecke. In Kürze wieder trocken, hat er gesagt. Zweimal sich wiederholen. Ich fahre gerade die ganze Zeit wieder Sektor. Ja, wie gesagt, ich fahre so vorsichtig. Aber das ist ja okay eigentlich. Also ich finde das nicht schlimm. Kann man mir jetzt nicht böse ansehen. Also es ist halt... Ja, was soll ich sagen? Dieser scheiß zweite Sektor, ey. Ohne Witz. Soll ich dazu sagen... Ein doofe Rotreifen. Das ist gefährlich einfach. Das ist halt richtig gefährlich. Aber auch vorsichtig. Ich frage ihn jetzt nochmal. Wetterbericht. Er sagt mir nichts. Warum sagt er vorhin, dass es bald trocken ist und jetzt so ein Zeug? Alter, krass. Ui. Eine Sekunde schneller, what the fuck. Ja, und das mit schlechteren Reifen. Du riskierst wahrscheinlich echt einfach viel mehr. Naja, ich fahre eigentlich schon relativ vorsichtig, aber ich habe natürlich freie Bahn, nichts hinter mir. Ja, ich habe auch freie Bahn. Nichts achten. Alter, nochmal, ich fahre gerade. Da hat sich jemand rausgedreht, Alter, gelbe über eine Flagge. Halbe Sekunde schneller. Gelbe Flagge ist da irgendwo. Bisschen weiter hinter mir. Ich weiß nicht, ob ich schon ein bisschen mehr riskieren soll, weil es regnet jetzt nicht mehr. Die Strecke ist zwar noch nass, aber es regnet nicht mehr. Ja, ich bin jetzt bei der gelben Flagge, der scheint auszuscheiden. Birkenberg ist das. Ah, oh, ja. Oh, ja, scheiße. Scheiße. Ich sehe es wieder auf der Map. Da bist du jetzt ganz raus, glaube ich, oder? Ja. So, ich probiere jetzt aber wieder ein bisschen mehr. Weil es sieht trockener aus. Ist nicht ganz trocken, aber es sieht trockener aus. Wenn ich jetzt riskiere und die anderen noch nicht, wobei sie wahrscheinlich auch riskieren werden, dann kann ich Abstand gewinnen. Ja. Das war gerade wieder so lila Sektor, immer schneller fahren und zack, außen bin ich. Ah, muss ich diesen doofen Sainz wieder überholen. Ich sehe den anderen hier wieder. Arschkeks. Arschkeks, das tut mal die Sachen raus. Es ist warm, ich muss mich aufregen. Ach so, ja, verständlich. Es ist warm, ich muss mich aufregen. Ja.
Puh. Oh Gott, Alter. Da habe ich ein bisschen viel geskillt. Das war ein bisschen kritisch, aber neue beste Runde sollte es sein. Oh, Alter. Mit 3,9 Sekunden, ja. Ja, wie gesagt, die Strecke sieht mir trockener aus. Jetzt gebe ich ein bisschen mehr Gas. Bremse später. Beschleunige früher raus, aber noch nicht normal, wie ich das normal machen würde. Oh, Sainz, wieso bist denn du so langsam? Pick dich, zweiter Sektor, Mann. Tja, da bin ich einfach krass in dem. Zweiter Sektor war der, ne? Wo ich krass war, oder? Ja. Alter. Fahren in den anderen so gut und in dem verhau ich's. Da war ich jetzt das dritte Mal außerhalb der Strecke. Wobei ich mich bisher auch noch nicht so traue. Also im zweiten Sektor traue ich mich nicht Gas zu geben, weil die Kurven so lang gezogen sind. Und wenn du da drauf drückst und es dich wegzieht, keine Chance. Ja, das mache ich leider. Das ist wahrscheinlich auch die Stelle, wo ich einfach zu viel riskiere. Also da in diesem zweiten Sektor werde ich auch... Hier riskiere ich immer voll viel. Da bin ich schon fast jedes Mal weggerutscht. Und da kann ich auch in die Bande, das ist kritisch. Aber ich gebe jetzt immer mehr Gas. Und gewinne auch immer mehr Abstand. Ich traue mich ein bisschen mehr als die anderen gerade noch. Aber ich kann dadurch natürlich auch Probleme kriegen. So Leute, jetzt seht ihr mal, wie man einen guten zweiten Sektor feiert. So, das könnt ihr auch bei so mir macht sehen. Man's nicht. Das könnt ihr jetzt bei mir. Jetzt, ja. Ich mach's jetzt. Ah, wobei, ich habe einen lilanen zweiten Sektor gerade gemacht. Ja, wie gesagt, da träume ich halt noch nicht so krass, aber wir probieren es jetzt einfach mal so ein bisschen. Ja, es geht. Also man kann schon ein bisschen rein. Man kann schon ein bisschen reinhauen. Strecke wird trocken. Bin ich gerade gefahren. Strecke wird trocken. Was ist deine beste Zeit? Siehst du gleich, wird gleich angezeigt. Hier. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. So. Okay, also ich kann dir auch nur sagen, ich werde jetzt wieder normal fahren. Vielleicht nicht ganz so früh rausbeschleunigen, aber ja, Gas geben und bremsen und so, ganz normal. Ja, man kann. Also es ist schon trocken, ja. Ziemlich gut fahren. Also aus den Kurven rausbeschleunigen, da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, aber so in die Kurven reinfahren und auf Geraden, da drücke ich jetzt voll durch. Es leckt trotzdem ab und zu manchmal. Weiß immer noch nicht, woran das liegt. Bin mal gespannt, wann die anderen an die Box gehen. Ob ich dann vielleicht mal wen überhole oder so. Ja, also wenn die meisten werden einen Stopp machen. Es gibt natürlich auch welche, die zwei machen. Aber die meisten werden einen machen. Und ja. Ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit. Der eine Stopp, kann ich dir gleich sagen, wann er ungefähr ist. 13 bis 15. Okay. Also ich werde insgesamt 3 Stops wahrscheinlich sogar machen. So Leute, jetzt zeige ich euch mal den ich könnte Sektor. Eigentlich... Ja, ich habe ja gesagt, also jetzt würde ich auf Gelb wechseln dann. Wenn du also 13 bis 15, wenn 13 bis 15 ich auf Gelb wechsle. Ja, ich habe halt leider Rot, also ich habe nicht Lila, sondern Rot jetzt gerade, wenn ich... Da auch nochmal auf Gelb wechseln wäre das irgendwie... Ja, wie du meinst, aber... Ja... Mit Gelb könntest du durchfahren. Ja... Ich habe auch schon auf den hinteren Reifen 40% auf beiden. Beiden hinten 40. So, das war jetzt ein, ja, nicht schlechter zweiter Sektor. Oh, jetzt habe ich wieder Autos vor mir, jetzt kann ich überholen. Vor mir habe ich 25. Vorne meine ich, beide.
Und hinten habe ich beide 39 bzw. 40 jetzt schon. Ja, okay, krass. Also meine Reifen sind deutlich besser. Ja, du warst ja erstens, warst du schon mal in der Box? Ja, aber das war ja in der ersten Runde. Das zählt nicht. Zweitens, bin ich auch mehr Runden im Qualifying gefahren. Ja, und ich habe härtere Reifen. Aber ich fahre gut und gewinne Abstand. Das freut mich. Für Ferrari. Hamilton ist, glaube ich, an die Box. Zumindest ist er nicht in den Top 3. Ich habe es jetzt nicht genau beobachtet, aber jetzt, wo ich gerade drauf schaue, Bottas auf 2, Ricardo auf 3. Kann auch sein, dass er so überholt hat, aber... Leute, habt ihr das gerade gesehen? Dafür könnt ihr mal ein Like da lassen. Ja, was? Ich bin gerade mit meinem Auto gejumpt. Was? Ich war gerade in der Luft. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Guckt mal auf seine Folge. Das will ich auch unbedingt sehen. Was? Wie kann man denn mit seinem Auto in der Luft sein in Formel 1, Alter? Ja, das war gerade einfach nur verrückt. Alter, hatte ich da gerade Angst. Verrückt? Oh, Alter. Mach dir jetzt mal keinen Quatsch, die scheiß langsamen Doofen. Keine Fax, Mann. Wenn die dich noch ein bisschen aufhalten, dann bin ich gleich hinter dir. Ja. Jo, ich glaube, ich sehe dich da schon. Ja, hi. Tschüss. Wie vielter bist du? 17. Okay. Ja, wir haben noch genug Runden. Ja, das denke ich auch. Wenn du das gut machst, musst halt nur wegen Boxenstopp jetzt gucken. Wenn du zwei noch machst und die anderen nur einen. Ja, aber da habe ich ja schnellere Reifen. Ich habe ja, in der Taktik hat man ja vorher gesehen, klar, dass ich das noch nicht einmal um eine Sekunde, obwohl man einen Boxenstopp mehr macht, und trotzdem nur eine halbe Sekunde oder dreiviertel Sekunde oder so eigentlich nur langsamer. Weil die Reifen halt so viel besser sind. Ja, das stimmt auch. Und außerdem, ich will halt nicht gelb fahren, weil ich habe halt Angst, dass ich mit gelben Reifen halt weniger Grip habe und dann dementsprechend vielleicht noch häufiger rausfliege oder stimmt, so. Stimmt, das ist eine große Gefahr. Das ist halt das einzige, weswegen ich überhaupt da hinten bin. Also wobei, ich bin hinten, weil ich gerammt wurde. Aber... Jo, aber Bottas und Hamilton waren an der Boss. Also jetzt ist Bottas auch nicht mehr auf dem Treppchen. Heißt, dass jetzt einmal Hamilton da war und einmal Bottas. Also die haben die Strategie, die du ausgewählt hattest. Mit zwei Boxenstops. Und die sind gerade jetzt beide gefallen. Okay. Und mein Boxenstop-Fenster hat sich jetzt auch geöffnet und ich werde auch gehen. Einfach aus dem Grund, dass ich auf den hinteren beiden 50% habe. Und aus dem Grund, dass ich jetzt hier Eriksen vor mir habe. Und ich überlege, ja, red weiter. Wenn ich die jetzt überrunde und dann später erst an die Box fahre, dann muss ich sie wieder überrunden. Also wenn ich jetzt an die Box fahre, wäre das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich überlege, ob ich einfach rot-rot fahre, weil ich hatte ja eine Runde auf lila. Das heißt, ich hätte theoretisch das erfüllt und meine Roten halten eigentlich sehr lange und ich finde die angenehm zu fahren. Dass ich es theoretisch vielleicht schaffen könnte. Theoretisch vielleicht. So, Box, glaube ich, trink mal was. Ja, weiß ich nicht. Also, wie du es meinst. Da musst du halt noch draußen bleiben, ne? Ja, ja, aber ich habe jetzt mein härtester 32%. Also, mein. Der am dösten ist. Und die anderen halt so 26. So, ich habe gelb. Und jetzt sind keine Boxenstops mehr geplant, ja.